Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Step by Step. Hortelisi baut ein Haus. Ja, ich suche hier gerade schon ein neues Bett für das Hauptschlafzimmer. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, welches. Das hier habe ich mir mal runtergeladen, glaube ich, oder? Welches ist das? Nein, genau, das ist dieses Strandbett, dieses Zaustell. Wie geil, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wie cool ist das denn? Aber ich hatte mir doch jemand anderes runtergeladen. Wo ist denn das? Ja, man weiß es nicht. Verschollen. Vielleicht habe ich es auch wieder runtergeschmissen. Man weiß es nicht. So, ja, ihr habt mich auch darauf angesprochen, warum ich immer man weiß es nicht sagt. Das sage ich einfach mal, weil es bei Stefan Raab, der hat es immer so komisch betont. So, man weiß es nicht. Und seitdem sage ich das auch immer so. Ist irgendwie ein Tick. Aber lasst euch davon nicht beirren. Ach ja, genau, das Bild hier, das Bild. Oh Gott, das Bett meine ich. Ich glaube, das benutze ich auch, weil dafür habe ich mir das eigentlich auch gekauft. Ja. Deswegen werden wir das einfach mal nehmen, oder? Was sagt ihr? Ich meine, das passt auch vom Stoff. Das nehmen wir jetzt. Was soll's? Ganz ehrlich, ich kann doch jetzt nicht ewig warten irgendwie. So, immerhin haben sich die Texturen. Dann können wir hier doch gleich mal rüber switchen. Das ist ja mal hässlich. Dann stellen wir das mal lieber um. Hallo? Stellt sich das jetzt auch mal um? Ich meine, das Geländer ist ja immer noch blau und das war ja irgendwie mal nicht Sinn der Sache. Huhu! Hä? Hä, aber das... Jetzt bin ich verwirrt. Wenn ich jetzt alles hier blau mache? Was wird jetzt als... Ach hey, ich bin bei der Wandfarbe. Oh Gott, ich bin aber auch fertig mit der Welt, ey. Das geht ja gar nicht. Nein, das will ich auch nicht, aber den Rest auch nicht. Dann müssen wir das einfach mal hier zurückändern. So, jetzt haben wir... Oh Gott, jetzt haben wir die Wandfarbe ja hier völlig verdreht. Ja, dann müssen wir das einfach mal zurückswitchen, weil sonst verlieren wir gleich wieder die Bettfarbe. Hm. Dann wartet mal kurz, ich muss mal kurz was schreiben. Ja, hier ich mal wieder mitten in der Nacht und dann schreibe ich erstmal wieder. So, nee, komm, jetzt lade ich doch hier mal durch. Das kann doch nicht so lange dauern. Jetzt komm hier... Tatü, tata, mach mal hinne. Yay. So, haben wir es erledigt. So, jetzt das Bett. Jetzt färben wir das Bett und schauen, was dabei rumkommt. So, dreht sich das? Ja, voila, so wollte ich das haben. Aber das ist einfach mal zu viel, oder? Da will man zu viel. Das, oh Gott. Das ist ja, boah, nee. Oder? Das geht ja gar nicht. Können wir das alles jetzt hier in diesem verschiedenen Ton gestalten? Ist trotzdem noch zu viel, oder? Das erschlägt einen, ja. Da kriegt man einen totalen Koller. So, von der Zusammensetzung finde ich das ja ganz gut, weil sich das dann hier oben im Bett widerspiegelt, die Bordüre, und es dann auch so komplett mit der Wand und... Hm. Nee, also das muss ich auf jeden Fall abheben. Da brauchen wir ein Weiß oder sowas, oder? Okay, das meinte ich jetzt eigentlich nicht damit. Eher so. Hey, aber das fällt jetzt irgendwie kaum auf, dass der Hintergrund weiß ist, oder? Das fällt nicht auf. Aber warum fällt es eigentlich nicht aus? Das sieht doch total bescheuert aus. Aber ich weiß jetzt auch echt nicht, was ich da für eine Farbe hinzupinseln soll, damit es gut aussieht. Aber ich möchte eigentlich, dass es da oben blau bleibt. Ah, das ist einfach zu viel, ey. Das geht echt gar nicht. Und wenn wir das Blau jetzt mal auf dieses Weiß umpinseln... Dann wird das Ganze nur noch schlimmer. Ich hab's erraten. So, aber machen wir das einfach mal erstmal weg. Dann sieht das schon mal farbneutraler aus. So, aber diesen Vorhang können wir da einfach mal nicht lassen. Ey, das sieht so schrecklich aus. Ich möchte am liebsten das ganze Bett ändern, wisst ihr? Das schaut einfach mal mega scheiße aus. Ach je. Ach man, ich habe mir das Bett so gut vorgestellt. Ja, wenn ich das Gestell ändere, ändert es das auch nichts an der Tatsache, ne? Und wenn ich den hier so mache und dafür den Hintergrund anders irgendwie, keine Ahnung, wie ich mir das jetzt vorstelle, aber irgendwie halt anders. Ja, so jetzt auch nicht, das war jetzt einfach nur, damit ich weiß, was ist, weil ich das gerade vergessen habe. Oh, ich finde das so schrecklich. Das sieht so schlimm aus. Oh Gott, jetzt warten wir hier wieder ewig, ehe sich das lädt. Ah.
Ja, das ist es, was mich immer am meisten nervt. Ich will einfach so weiterarbeiten und dann muss ich ewig warten, bis sich jemand was durchgeladen hat. Lassen wir das so, aber so wirkt es einfach mal so eintönig, oder? Das wirkt einfach nicht. Und so dunkel sieht es auch irgendwie scheiße aus. Ich glaube, schwarz ist auch doof. Oh, das taugt mir gerade gar nicht, ey. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Och, hey. Oh, nee. Oh, sieht das scheiße aus. Nee, Leute, wir brauchen ein anderes Bett. Das geht gar nicht. Das ist nicht das, was ich wollte. Und weg damit. So, neues Bett, neues Glück. Aber welches? Wir können ja hier mal dieses super Überlebensset-Bett nehmen. Das wirkt bestimmt auch ganz toll. Oder hier aus Supernatural das Bett. Das ist doch auch nicht übel, oder? Wollen wir das mal aus Supernatural? Probieren wir das einfach mal aus. Komm mal her, Wand. Wir möchten dich mal hier rauf verpflanzen. Oh, das Blau ist aber hübsch als Holzgestell. Ach, je. Und tauschen wir das einfach mal. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Oh nein, jetzt mache ich schon wieder die Wandfarbe. Ey, das gibt's doch nicht. Ey. Ich habe so ein Sitzen. Also, nein, jetzt nicht alkoholmäßig oder so, sondern einfach nur im Kopf, weil ich gerade echt nicht weiß, was ich hier mache. Ach, herrje, ey. Nee. Oh Gott, das Schlafzimmer überfordert mich gerade komplett. Ja, das gibt's manchmal auch. Wenn ich so Häuser baue, dann komme ich einfach nicht weiter. Das war schon hier bei der Küche fast so. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich die Küche nochmal komplett umändere, weil die mich echt nervt. Und so ist es gerade auch irgendwie hier bei dem Schlafzimmer. Ich habe da echt keinen Plan, weil diese blaue Bordürenfarbe irgendwas einfach mal echt zu viel ist. Da kommt mein Horizont gerade nicht mit klar. Okay, so als Bettwäsche geht es ja noch, ne? Wenn der Rest so grau ist, aber alles grau und grau, sieht ja auch scheiße aus. Ah, nee, ey. So, nee, das machen wir jetzt mal. Komm mal her hier, Mensch. Und will ich weiß machen? Oh Gott, ich kann mal hier nichts umfärben, weil das alles ewig dauert. Aber nun gut. So, jetzt hier noch runter den Rest. Na, so. Weiß, genau. So, okay, das schaut schon mehr nach was aus. Wenn wir das jetzt hier noch... Okay, das ist das Bettgestell. Und wenn wir das schwarz machen, so wie die Fenster, wird das irgendwie auch noch nicht hübsch. Ach Mensch, ist das jetzt weiß oder grau? Ich sehe den Unterschied gerade irgendwie nicht. Okay, jetzt sehe ich ihn. Also so gefällt mir das irgendwie, weil sich das dann abhebt. Aber ich will nicht so ein dunkles Zimmer für sie. Das gefällt mir einfach nicht. So finde ich das Ganze hübsch, abgesehen von den grünen Steinen da. Den habe ich mal völlig ignoriert. Ich glaube, bei ihr brauche ich das im Zimmer einfach so. Anders geht das gar nicht. Ach, herrje, ey, ganz ehrlich. Ach, Mensch, sieht das doof aus. Ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mal so richtig kitschig. Wir machen jetzt einfach so ein richtig kitschiges, altes Zimmer. Wo sind die Ohrenbackensessel? Ah, Meo. Wollen wir hier so einen roten nehmen? Oder es gibt doch auch diese Teile hier mit dem Sitz vorne dran. Wo ist denn der? Den hier, genau. Den habe ich gesucht. Der ist da auch cool, oder? Die sind beide echt cool. Komm, die färben wir jetzt einfach mal ein. Weil ich finde die echt cool. Also die passen so zu dem altertümlichen Thema, so generell. Ich hatte auch mal einen gedownloadet. Ich muss mal gucken, wo ich den habe. Na, das sieht jetzt auch irgendwie merkwürdig aus. Komm, die färben wir einfach mal ein. Da muss das Weiß auch noch schwarz werden. So, haben wir's? Haben wir's? Ne, wir haben's noch nicht. Aber jetzt... Boah, das Schwarz sieht irgendwie auch echt blöd aus. Und wenn wir das alles in diesem Grauton machen... Das ist auch merkwürdig. Ne, das muss auf jeden Fall schon mal schwarz bleiben bei dem. Aber das in Grau ist auch irgendwie komisch, oder? Na komm, wir lassen das in dem Grau und dann ist das gut. Und der hier ist sowieso schwarz. Ach, jetzt habe ich das wieder geändert. Ach, hey. Aber der in dem Blau sieht irgendwie richtig furchtbar aus, oder? Den kann man eigentlich nur in Rot akzeptieren, den Stuhl. Egal, ich lasse ihn trotzdem erstmal so. Ey, hier ist einfach viel zu viel los, oder? Wir müssen den Fußboden ändern. Was machen wir mit dem Fußboden? Da hauen wir Holz rein. Ey, ich habe echt die Schnauze voll. Ach, Mensch. So. Wollen wir den hier nehmen? Also, nicht in dem Farbton, aber erstmal den. Komm, den nehmen wir erstmal. So, jetzt habe ich... Ach, egal. Es ist egal. So, ist das hier irgendein Farbton gleich?
Nein, das ist kein Farbton gleich. Wie schön. So. Dann machen wir doch mal die Farbtöne gleich. So, du auch noch. Und du auch noch. Je, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Das wirkt gleich viel ruhiger, oder? Dann wirkt das Blau nicht mehr so stechend, intensiv, furchtbar. Man sieht es jetzt zwar noch mehr, aber es wirkt nicht mehr so grell, finde ich, oder? Okay, den Sessel, den verbannen wir erstmal. Du kommst hier hinten in die Ecke und kommst nie wieder raus. Dich wollen wir hier einfach nie wieder sehen. So, können wir dich hier mit hinstellen? Nee, okay, da lasse ich mir gleich noch was einfallen. Einen süßen kleinen Beistelltisch. Nehmen wir einfach wieder den kleinen hier. Der passt ja eigentlich überall mit rein. Kann ich den mit... Ja, sehr schön. Anpassen ist das halbe Leben. So, dann kommst du noch hier mit zwischen. Werdet ihr einfach ein bisschen enger und in der Hoffnung, da kommen alle noch durch. So, und dich? Ich weiß nicht, ob ich dich schwarz mache oder ob ich dich jetzt in dem Holz gestalte vom Fußboden. Wir werden es erleben. Na, wie schaut das aus? Ah, es geht eigentlich, oder? Weil ich finde es auch mal ganz gut, wenn da kein Schwarz ist. Ach hey, wir brauchen ja für die ganze Sache noch Nachttische. Na toll. So, stellen wir dich erstmal dahin. So, jetzt besorgen wir uns Nachttische. Am besten wären ja welche, die genauso ausschauen wie der. Aber ich will hier ein bisschen was Größeres, was Fetteres. Etwas, was ein bisschen prunkvoller ist. Der hat ja hier, glaube ich, den goldenen Rand. Ja, hat er. Oh, den kann ich nicht gebrauchen, verdammt. Hier, der aber nicht. Der hat keinen goldenen Rand. Muss ich mal gucken, ob ich den da noch ein bisschen näher rankriege. Nee, kein bisschen. Schade. Dann müssen wir uns jetzt mal die Fenster schnappen. Weil ich habe keine Lust, hier nochmal von sonst welchen Farbtönen ins Verschiedenes zu kommen. So, hier, komm. Von nicht Farbtöne, Muster, würde ich sagen. So, bist du das Grau? Nee, du bist es nicht. Du bist... Oh Gott, welches war denn das jetzt? Der hier war das, ne? So, das ist alles irgendwie ein bisschen schwarz. Ach, ich bin schon wieder am Fenster. Ich will nicht mehr. Das ist ja so gemein. Ja, bitte, alles geht verloren. Ist mir egal. Immerhin haben wir die verschiedenen Töne schon geladen. Ich vergesse jedes Mal, den anzuklicken. Das kann doch echt nicht wahr sein, ey. So, jetzt wo ist dieser Farbton? Jetzt reicht's. So. Und wenn wir den Rest in dem Holzton machen, komm, den Rest machen wir mal in dem Holzfußbodenton. So, lade dich mal runter und dann verpassen wir dir mal hier so einen Holzanstrich. Eigentlich könnten wir das Bett dann auch in den Holzton machen, aber dann sticht das nicht mehr so sehr ab, das ist dann auch blöd. Hm, schauen wir doch erstmal, wie das jetzt hier aussieht. Das ist eigentlich normal, oder? Also wirklich einen Unterschied sehe ich da jetzt auch nicht. Aber ich würde gerne mal gucken, wie das am Bett ausschaut. Schauen wir uns das einfach mal an. Weil dann ist es vielleicht nicht mehr so dunkel, denn ja, aber so sieht das irgendwie auch merkwürdig aus, oder? Gerade mit den Vorhängen, weil die jetzt auch so grau sind, dann müssen wir die irgendwie noch schwarz gestalten oder so. Versuchen wir es einfach mal mit... Habe ich jetzt den Fußboden angeklickt oder bin ich... Nee, das ist einfach nur zurückgesprungen, würde ich sagen. Achso, das war so ein grau-braun-Ton, das ist gar kein richtiges Schwarz. Naja, das muss einem doch mal einer sagen. So. Dann müssen wir den Grauton hier in Schwarz verwandeln. Oder in dieses... Was auch immer da. So, ja, das... Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie auch nicht. Das sieht irgendwie merkwürdig aus, oder? Das hat mir vorher besser gefallen. Ich weiß nicht. Das Grau passt jetzt einfach hier nicht zu. Na toll. Ich will verzweifeln, ehrlich. Ach je. Ich habe mir das alles ein bisschen leichter vorgestellt heute. Ja, aber dann gut, man kann nicht alles haben. Ah, das ist einfach zu dunkel. Das ist einfach zu dunkel. Und ich will die jetzt auch nicht blau machen. Ich wette, blau sieht auch echt scheiße aus. Aber probieren wir es einfach mal aus, wie das denn aussieht. So. Ja, wer hätte es gedacht, es sieht doof aus. Und wenn wir das einfach so in einem Blaustich lassen, wenn wir das einfach so im hellen Blau machen, dann ist es noch lange nicht das Blau, was wir suchen. Ja, dann stellen wir das doch einfach ein und ziehen das mit dem Farbkreis wieder runter, wie wir das vorhin beim Fußboden gemacht haben, oder? Wie wir auf denselben Farbton kommen, aber den Farbton, den kriegst du eigentlich fast gar nicht. Ey. Das ist, oh, ist das anstrengend. So, das ist ja nicht mal ansatzweise, das geht so halbwegs.
Das ist zu krass, das ist zu wenig, das ist zu wenig blau, das muss mehr ins den Ton rein. So geht das eigentlich, aber das ist mir trotzdem noch irgendwie viel zu blau. Ich hasse dieses Bett. Ich hasse dieses Bett. Wir brauchen ein neues Bett. Bett die dritte! Mann, ist diese Folge gut. Wenn wir das nehmen. Das ist doch eigentlich auch nicht schlecht, oder? Es hat zwar nicht dieses oben Gedönste, aber hier aus Reiseabenteuer das Bett hat es. Stell ich dir doch mal hin. Aber bei dem ganzen rosa irgendwas haben wir dasselbe Problem wie bei dem Bett, würde ich sagen. Wisst ihr was? Wir probieren jetzt einfach mal hier die Betten aus. Wir haben ja Zeit der Welt, ne? Aber hier kriegen wir das Goldene auch wieder nicht weg bei dem Bett. Das ist auch wieder doof. Na, mal gucken, wie es ausschaut. Okay, das Goldene ist schon mal da. Aber hier gefällt mir der Weißton wesentlich besser und das Holz dominiert nicht so sehr, ne? Ist auf jeden Fall schon mal besser. Wie sieht es bei dem Bett hier aus? Ja, okay, das ist auch ziemlich blau, aber es geht noch. So, also du wirst es schon mal nicht, das weiß ich, weil du bist doof. So, wenn ich dich hier mit hinstelle, gefällst du mir auch nicht, weil dann gefällt mir der Rücken wieder nicht und dann kriege ich die Farbe wieder nicht hin, du musst weg. So, ich glaube, wir bleiben jetzt bei dem Ding hier. Obwohl mir das Gold wieder überhaupt nicht gefällt da oben, ey. Och, finde ich das furchtbar. Und das Blaue hier dran ist auch schrecklich. Och, ist das schrecklich. Dieses Blau ist so eine richtige Mordfarbe. Kriegst du richtig Krebs in den Augen, ehrlich. Also ich will es ja jetzt nicht bei mir oder anderen Menschen heraufbeschwören, aber da kriegst du echt Beschwerden. Oh, Mio. Oh, was stelle ich denn jetzt schon wieder für eine Pflanze hin, ey? Oh, ich bin völlig überfordert, merkt ihr? Das ist richtig, richtig mies gerade. Und wenn wir die hier mit hinstellen? Na, platzier dich. Wirkt aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, da braucht man irgendwie eine Altbackenpflanze, oder? Da kann man mir erzählen, was man will. Man braucht eine Altbackenpflanze. Du bist zu klein, oder? Und du wirkst auch nicht altbacken, du wirkst so richtig 80s-mäßig, keine Ahnung. Ich finde jetzt ja auch wirklich keine Pflanze. Ja, das hat mir eine Abonnentin geschickt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe es mir aufgeschrieben. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Werde ich auch nochmal im LP danken. Wahrscheinlich Zwillingshaushalt oder so. Mal gucken. Aber jetzt bin ich gerade erstmal am Verzweifeln. Grrr. Und wir die hinstellen? Sieht aus, als wären wir im Wald geboren, ey. Das ist genauso Ich will doch nur, dass hier was... Was ist das denn für eine riesige Pflanze? Achso, vom Hotel-Dings war das Inselparadies. Ach, Mio. Ja. Leute, das Spiel hat's geschafft. Ich weiß nicht mehr weiter. So, das wird wahrscheinlich so ein Felsensteinton sein. Ja, wunderbar. Dann warten wir doch einfach mal wieder, bis der ganze Spaß hier durchgelaufen ist. Ach Gott, das wird mein neues Hobby, ey. Müsst ihr auch machen. Das ist total geil. Kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Einfach irgendwelche neuen Texturen bzw. Muster anklicken und dann wird es was. Könnt ihr hin und her springen von Verschiedenes zu Textilien, Felsen und Stein, Thema, Holz, Metalle, ist alles dabei. So, Verschiedenes. Immerhin geht das diesmal ein wenig schneller. Oh, Mio, ey. Oh Gott, so eine Blockade hatte ich schon ewig nicht mehr. Das ist eine reine Katastrophe. So ganz im Blau sieht das auch doof aus. Mit Weiß oben kann ich mit leben. Ist okay. Lassen wir mal so. So, wo stelle ich die nächste Pflanze hin? Dorthin sicherlich nicht. Vielleicht hier so in die Ecke. Das sieht auch doof aus. Hier in die Ecke? Oder hier ran? Daran wäre vielleicht auch eine Idee, oder? Wenn wir das da so ranstellen? Irgendwie. Irgendwo? Keine Ahnung. Ist das ätzend, ey. Ich bin gerade richtig deprimiert. Kann ich den Spiegel hier ranstellen? Von der Größe her haut es eigentlich genau hin, aber es ist nur eine Zweierwand. Das ist auch total doof wieder. Wenn wir den hier mit hinpacken. Aber das sieht auch ein bisschen pornös aus. Das können wir auch nicht machen. Machen wir da einfach... Genau, wir machen da eine Kleiderschrankwand hin. Aber ich will da jetzt auch nicht so was Modernes hinstellen. Das ist dann auch wieder blöd. Oh Gott. Ich krieg es nicht hin. Tada! Es ist so schrecklich.
Tada! Können wir die zusammenstellen? Schauen die aus, wenn die zusammengestellt sind? Auch doof, können wir auch nicht machen. Oder versuchen wir es einfach mal? Ich versuch's jetzt einfach mal. So. So, nee, habe ich es jetzt auf der Seite nicht gekriegt. So. Ja, jetzt stehen die zwar relativ beieinander, aber wirklich wie einer sehen die ja auch nicht aus, ne? Das ist auch doof. So, also nehmen wir hier mal diesen altmodischen Irgendwas-Schrank und versuchen den einfach mal hier so hin zu platzieren. So, und dann nehmen wir den nächsten und platzieren den auch noch mit dran. So, komm schon, komm schon, komm schon, geh ran. Ne, jetzt stehst du nicht parallel dazu. Das können wir nicht so auf uns sitzen lassen. So, da ein bisschen weiter nach da und ja, ein bisschen weiter vorne, ja, ein bisschen zurück. Ja, ich muss jetzt hier wieder genau Millimeterarbeit machen, weil ich sonst damit nicht leben kann. So. So gefällt mir das Ganze schon besser. Dann färben wir das jetzt auch noch in diesen Holzton vom Fußboden. So. Immerhin lädt sich das Holz echt schnell. So. Ja, aber das ist alles so grau in grau. Ey, mir gefallen diese Farben überhaupt nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Nee, wa? Das ist euch völlig neu. So. Aber mir gefällt dieses Gold hier drauf einfach nicht. Ey, ich glaube, jetzt kommt gleich Betty Vierte. Das nervt mich gerade so dermaßen, ehrlich. So, Leute, aber ich mache jetzt erstmal an dieser Stelle Schluss, weil ich brauche jetzt eine Schaffenspause. Ich brauche Kreativität, die ich neu tanken muss. Und ja, gebt mir einfach die Möglichkeit dazu. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Und ja, ich hoffe trotzdem, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und bis dann.